Herzlich willkommen zur 87. Ausgabe der Blitz News des Remscheider Fernsehen Tele DMW. Ich habe die Breaking News für Sie bis einschließlich dem 13. März 2016. Im Studio hat Platz genommen Michael Westkamp. Es soll Menschen geben, die haben so viel Körpergeruch, dass sie so verzweifelt sind, dass sie alle Kosmetikartikel, die was wert sind, einfach klauen in einer Drogerie. Das ist auch hier in Remscheid passiert und da haben sich direkt drei Mann zusammengetan. Die konnten sich alle nicht mehr riechen und wollten sich da ein bisschen helfen, nehme ich an. Am Dienstag, dem 8. März 2016, überprüften gegen 18.25 Uhr Polizeibeamten bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Kölner Straße drei Männer im Alter von 19, 29 und 31 Jahren aus Südosteuropa. Im Fußraum des Audis fanden die Beamten Kosmetikartikel im Gesamtwert von rund 2.600 Euro. War denn da noch was im Laden drin? Und einen besonders präparierten Rucksack, der ein Auslösen von elektronischen Diebstahlsicherungen verhindert. Die Beamten nahmen das Trio daraufhin vorläufig fest und stellten die Kosmetikartikel sicher. Rückfragen bei Geschäften in der Nähe führten zu einem Drogeriemarkt an der Alten Kölner Straße, bei dem erhebliche Mengen an Kosmetikartikel verschwunden waren. Bei einer Überprüfung der Bilder der dorthin Videoüberwachung konnten zwei der Verdächtigen erkannt werden, wie sie aus einem Regal Kosmetikartikel entnahmen. Hiermit konfrontiert gab schließlich einer der Beschuldigten zu, gemeinsam mit den anderen beiden Beschuldigten auf Diebestour gegangen zu sein. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal führte die Beschuldigten dem Amtsgericht Remscheid mit einem Antrag auf Erlass eines Haftbefehls vor. Also ganz ehrlich, wenn Sie sich mit dem ganzen Zeug einsprühen, dann kann ich Sie nicht mehr riechen. Dann hatten wir noch einen Unfall. Auf der Inselstraße kam es am Montag, dem 7. März 2016, gegen 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus. Der 24-jährige Busfahrer fuhr in Richtung Eschbachtal, als der Bus in einer Kurve witterungsbedingt nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Bei dem Unfall verletzten sich vier Schüler im Alter von 7, 8 und 15 Jahren leicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Inselstraße bis ca. 9 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Kein Tor! Und hier ist wieder die Fußballecke im Remscheider Fernsehen Tele DMW. Vorige Woche hatten wir ja das Ergebnis vom FC Remscheid noch nicht, weil die gerade spielen mussten, während wir hier aufzeichneten. Vorige Woche war der 21. Spieltag, das war Sonntag, der 6. März 2016. Wir sind nach Oberhausen-Lierich gefahren zum SC BW und spielten 2:2. Am kommenden Dienstag, dem 15. März, wird wieder gespielt und zwar in Remscheid. Man ist sich noch nicht einig, auf welchem Platz man spielt. Deshalb wird ausnahmsweise mal bis dahin entschieden und das wird dann am Dienstag, dem 15. März, gespielt. Das wird ja interessant. Wieder mal nach unserer Aufzeichnung. Wir werden natürlich nächste Woche davon berichten. Diesmal gibt es kein Glatteis. Die Sonne scheint. Gutes Wetter ist bestellt. Kann ja nichts mehr schief gehen, außer dass wir hier keine Meldungen reinkriegen, weil nichts passiert. Aber ich glaube, in Remscheid ist immer was los, oder? Bis nächste Woche. Tele DMW.